Eine Drohung hat Putin in der Regel wahrgemacht. Das heißt, wir können jetzt gerade nicht so blauäugig sein und sagen, naja, der droht nur mit seinen Nuklearwaffen, er wird sie aber nie einsetzen. Was machen wir eigentlich, was macht eigentlich der Westen, wenn er sie einsetzt? Wir dürfen uns von den Drohungen nicht einschüchtern lassen. Und dann ist eben die große Kunst, die Reaktion darauf nicht einschüchtern zu lassen, ohne gleichzeitig irgendetwas zu tun, was sich vielleicht im Sinne einer Eskalation vermeiden ließe. Ist das eine rote Linie, ab der wir uns dann fundamental anders verhalten müssen gegenüber Putin, gegenüber Russland? Ja klar, aber dann ist der nächste Schritt. Wenn man einmal nachgibt, gibt man immer nach. Deswegen war ja immer klar, dass man eben sich nicht erpressen lassen darf. Wer einer Erpressung einmal nachgibt, wird immer weiter erpresst. Da habe ich auch meine viel bescheideneren Erfahrungen in diesen 50 Jahren immer wieder mal gemacht. Und ich bin eigentlich gut damit gefahren, zu sagen, nein, ich lasse mich nicht erpressen. Wir haben ja doch eine Situation, in der Putin einsehen muss. Wahrscheinlich ist es ein schmerzlicher Prozess der Einsicht, dass seine Armeen auch nicht annähernd so leistungsfähig ist, wie er das wohl gedacht hat. Er hat sich ja wahrscheinlich nicht im Februar vorgestellt, dass er fürchten muss, einen konventionellen Krieg gegen die Ukraine verlieren zu können. Das hat sich kein Mensch vorstellen können. Und jetzt ist es gar nicht mehr so unrealistisch. Sie kritisieren auch die Bürger, die sich versorgen lassen wollen von einem Staat, die sozusagen nur Erwartungen haben. Und das finde ich völlig in Ordnung. Und ich meine, das Entscheidende ist, dass die Menschen das Gefühl haben müssen, es geht fair zu. Es wird denen geholfen, die es wirklich brauchen. Man muss den Menschen schon sagen, ja, das wird schwierig. Und dann muss man eben sagen, was geht und was nicht geht. Man kann den Menschen nicht ersparen, dass die Energie sehr viel teurer wird. Aber man kann natürlich sagen, gut, die, die das nicht mehr schaffen können, denen wird geholfen. Wie empfinden Sie das nach all den Jahrzehnten Wohlstand, dass wir über Blackouts sprechen und über kalte Wohnungen? Dass es nicht selbstverständlich ist, ist doch gut. Und dann zieht man halt einen Pullover an. Und wenn man einen zweiten Pullover anzieht, dann geht's auch. Wir hatten übrigens schon mal in den 70er Jahren, Helmut Schmidt war Bundeskanzler, hatten wir ja auch eine Energiekrise. Da ist auch schon damals in öffentlichen Gebäuden, ich glaube, die Raumtemperatur in Washington ist damals auf 17 Grad festgelegt worden und die mussten auch, der amerikanische Präsident hat jedenfalls symbolisch einen Polunder angezogen. Strom ist nicht mehr selbstverständlich, das Licht. Strom ist schon selbstverständlich, aber es kann auch mal ausfallen, ja. Deswegen hat man im Zweifel auch ein paar Kerzen und ein paar Streichhölzer zu Hause. Und dann ist natürlich wichtig, dass man weiß, wo die sind, falls es mal dunkel wird. Denn im Dunkeln suchen ist auch schwierig. Und wenn wir glauben, der Staat sei nur noch was, was seinen Bürgern alles Mögliche liefern müsse, also so eine Art Supermarkt, wo man Schnäppchenjäger macht, oder der Staat muss jetzt liefern, die Politik muss Angebote machen, bessere Angebote und so. Nein, wenn ich in Umfragen lese, dass viele Menschen lieber weniger arbeiten würden. Ich finde, weniger arbeiten ist auch schön, aber auch nicht unser dringendstes Bedürfnis. Und ein erfülltes Leben ist ganz sicher nicht eines, in dem man nur Spaß hat. Man muss darauf setzen, dass man nur denen hilft, die es wirklich brauchen. Und den anderen muss man sagen, tut mir leid, ja, ich verstehe gut, dass du nicht mehr dafür bezahlen möchtest, aber zur Not kannst du jetzt mal eine Urlaubsreise nicht machen. Oder vielleicht musst du zur Not hier in Deutschland irgendwo Urlaub machen und kannst nicht auf die Galapagos-Inseln oder weiß der Kuckuck wohin. Ich möchte noch eine Frage stellen, die ich vor zwei Wochen dem Friedrich Merz gestellt habe. Da habe ich gefragt, ob wir in diesen Krisenzeiten, wo wir nicht nur Corona-Krise haben, sondern jetzt eben vor allen Dingen tiefe Energiekrise, ob man in solchen Zeiten, wo man den Menschen so viel zumutet, beispielsweise eine restriktivere Flüchtlingspolitik braucht, weil sich Menschen schneller überfordert fühlen. Ich war immer dafür, dass wir eine Migrationspolitik betreiben, wo wir den Ärmsten der Armen im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut wie möglich helfen.
Aber nicht, indem sie alle nach Europa kommen. Aber sie müssen menschenwürdig behandelt werden. Denn das ist nun ein Prinzip Europas gewesen. Aber wenn wir sagen, jetzt haben wir es nicht mehr so gut, jetzt können wir auch nichts geben. Schauen Sie, ich kann mich an die Jahre, die ersten Jahre nach dem Krieg schon insoweit erinnern, Flüchtlinge waren auch bei uns damals nicht angesehen, in der Kleinstadt im Schwarzwald, wo ich gelebt habe. Aber Flüchtlinge waren ja nicht irgendwelche Menschen aus fernen Kontinenten, sondern das waren Menschen aus östlichen Teilen Deutschlands gewesen oder die eben irgendwo ihre Heimat verloren hatten. Und denen hat man natürlich nicht gerne vielleicht manchmal, aber man hat denen geholfen. Und darin zeigt sich ja die Menschlichkeit einer Gesellschaft, dass sie, egal wie es ihnen geht, wie schlecht oder es gut ihnen geht, dem schlechter geht, helfen, wenn sie können. Also hat Friedrich Merz schon einen Punkt, ohne dieses Wort Sozialtourismus, wenn er von diesen Pull-Faktoren spricht, dass wir schon gucken müssen, wie groß die Anreize sind, die wir setzen. Naja, Friedrich Merz hat darauf hingewiesen und da hat er ja völlig recht. Das Problem der Migration auf dieser Erde, was ja durch Krieg, durch Hunger, durch ökologische Probleme dramatisch noch verschärft werden wird, das ist nicht dadurch zu lösen, dass alle Menschen, denen es schlecht geht, nach Europa kommen oder dahin, wo es den Menschen noch nicht schlecht geht. Und deswegen muss man eine verantwortliche Migrationspolitik betreiben. Die darf aber nicht, aber das hat er ja auch nicht gesagt, ganz im Gegenteil. Aber so ist es manchmal mit der Kommunikation, wenn du den falschen Begriff gebrauchst, dann kriegst du das nicht richtig wieder los. Das ist nicht einfach. Aber gesagt hat er ganz klar, wir müssen eine verantwortliche Migrationspolitik betreiben, gerade damit wir den Schwächsten auf dieser Welt im Rahmen dessen, was wir überhaupt leisten können, auch Hilfe leisten. Gibt es in diesen schweren Krisenzeiten, wo man, wenn man über das Weltgeschehen nachdenkt, eigentlich nur deprimiert sein kann, gibt es Dinge, über die Sie richtig lachen können? Es gibt ein schönes evangelisches Kirchenlied, da gibt es die Strophe, wir machen unser Schmerz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Der amerikanische Botschafter, der zur Zeit der Wiedervereinigung des Mauerfalls in Bonn gewesen ist, hat die Geschichte erzählt. Er hat einen hohen amerikanischen Offizier 1945 bei einer Fahrt durch eine der zerstörten Städte im Ruhrgebiet begleitet. Und dann stand in so einer Höhle, also so ein Fenster, was nicht mehr war, in so einer Ruine, eine Blechdose mit ein paar Blumen drin. Und dann hat der Offizier zu dem Vernon Walter, seinem Assistenten, gesagt, schauen Sie sich das an. Dieses Volk wird nicht untergehen. Wenn Menschen in einer solchen Situation Blumen in eine Blechdose ins Fenster stellen, die werden nicht untergehen. Und darin steckt die Wahrheit. Wir haben keinen Grund zu resignieren. Wir müssen tun, was immer wir tun können. Und wir müssen wissen, dass es das wert ist. Und dann können wir uns darüber freuen. Schauen Sie doch mal, heute ist blauer Himmel, die Sonne scheint. Ja, worüber wollen Sie sich nicht freuen? Danke sehr, Herr Schäuble, für das Gespräch.